Okay, die machen aber scheinbar nichts. Kann ich mit dem Carlos hier hinten hin? Kann ich, aber dann kann ich den nicht mehr ablenken. Aber ich kann hier hin, genau. Das kostet ja, glaube ich, nur eins. Ja. Hallo. Huhu. Oh. Hat der da gerade hingekotzt? So, okay, dann nehme ich mal die zwei hier und töte den da mal. Hoffentlich geht das. Na, hier ist jetzt irgendwie die Kamera ein bisschen blöd. Aber egal, es geht sehr gut. So. Zack. So, dann nehme ich den mal hier, fresse. Und du gehst mal ein bisschen hier hin. Ich möchte nämlich schauen, ob der Aufseher kommt oder nicht. Der ist ja irgendwo hier entlang. Geht er dann hier durch oder? Oh, ich bin mir echt unsicher. Das ist noch eine 35er Wache. Okay. So, und du gehst jetzt mal kurz hier rein. Ich möchte mal kurz schauen. Ist hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Raum zum Verstecken oder so. Das Problem ist, den kann ich... Könnte ich abschießen natürlich, ne? Ah, ich kann aber nur einen Stalker machen. Ein Schleicher. Okay, gut, ich lasse es einfach mal so. Den hier könnte ich... Ah, das bringt halt auch nichts, ne? Ich mache hier nochmal so. Und einmal Runde beenden. So, genau, der stellt sich da wieder hin. Ich habe irgendwie jetzt ein bisschen Angst, dass dieser Typ kommt. So, und ich probiere es einfach mal aus. Und zwar, wenn ich hier hingehe, kann ich den abschießen? Nein. Wenn ich hier hingehe, dann kann ich ihn abschießen. Zack. Okay, er kann mich aber noch nicht abschießen. Das ist gut. Dann gehe ich mal hier hin. Ah, von hier kann ich auch nicht schießen. Verdammt. So, geht das so? Nee, geht nicht. Schade. Wenn ich hier öffne und dann hier... Nee, warte mal. Ich möchte ja nicht, dass die Tür irgendwie offen bleibt oder so, weil der dreht sich ja dann sehr wahrscheinlich um hier, wenn er an diesem Feld ist. Und da, der wird ja den ja sehen. Nee. Carlos, du kommst mal hier hin. Ein guter Freund Carlos. Immer da für mich, wenn ich ihn brauche. So. Das bringt halt echt nichts. Ich komme halt nirgendwo hin. Nee. So, ich gehe mal kurz hier raus, um zu schauen. Oder kommt der hier wieder zurück? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe einfach mal hier drin. So. Der Goliath, der macht hier wieder sein Ding. Ich glaube aber zwar nicht, dass er mit rauskommt, aber naja. Oh Gott, da kommt er. Da kommt er. Holy shit. Ey, wie soll ich den denn töten? 150 Leben. Okay, er sieht zum Glück das nicht. Der bewegt sich wieder weg. Ich gehe mal mit dem Golem weg. Ich habe Angst um den. So, du... Nein, oh nein. Ah, Gott. Wow. Ich habe aufs falsche Feld geglückt. Ja, warte, kann ich das jetzt hier öffnen? Nein, natürlich hört er das auch. Das ist doch nicht wahr. Meine Güte, ey. Es läuft echt nicht. Geh mal mit dem hier rein. So, und der kommt jetzt hier. Der wird wahrscheinlich hier entlang laufen, oder? Kommst du auch nochmal hier rein? So, und der kann halt nicht angreifen. Och, Mann. Das gibt's doch nicht. So, und du gehst jetzt mal hier komplett weg. Ich habe jetzt keine Lust, den auch noch zu verlieren. Ich könnte natürlich den nehmen, genau. Ich hoffe mal, das geht. Bitte lass es jetzt funktionieren. Ja, okay, es geht. Alter, ey. So. Dann einmal die Runde beenden. Geht der jetzt hier raus? Er geht raus. Nein, nein, oh Gott. Okay. So, der geht da entlang. Jetzt ist halt echt die Frage, warte mal, ich habe zwei Golems. Die können beide 35 Schaden machen.
dann habe ich nur noch zwei von den Schießdingern, Spuckdingern. Die können auch jeweils 50 Schaden machen. Nicht jeweils, sondern insgesamt halt 50 Schaden machen. Und dann habe ich noch den hier. Der macht auch nochmal 25 Schaden. Das ist nicht genug, ne? Ist nicht genug. So, okay. Ich mach's mal so. Ihr kommt mal hier schön rein. Na, den... Ah, shit, den hätte ich fressen können. Nee, hätte ich nicht fressen können. Du kommst mal hier rein. Der Carlos... Der bleibt einfach mal drin, der kann sowieso keinen Schaden machen. So, und du kommst auch mal hier rein. Ich habe nämlich Angst um dich. Ihr müsst mal kurz hier bleiben. Ich hoffe mal, der sieht... Sieht er das? Nee, sollte er eigentlich nicht. So, mach hier nochmal 9. So, und Runde beenden. Bitte sieht es nicht. Ja, er geht rein. Also, oh nein. Mist, den habe ich vergessen, ja. Hätte ich auffressen sollen. So, und der geht da wieder rein und ich kann den nicht weiter töten. Das ist echt blöd, weil da sind noch Mechaniker. Die würde ich gerne töten. Aber ich muss, glaube ich, erstmal hier den töten. Also, komm ich... Oh Gott, das wird sowas von in die Hose gehen, ey. Ich komm dahin. Ich probier's einfach jetzt mal aus. Kommt der denn? Der kommt hier auch hin, sehr gut. So, lock ein. Nein, nein, halt! Du Idiot! Wow. Ich habe auf Ausführen gedrückt. Das gibt's doch nicht. Ich wollte doch nicht auf Ausführen drücken. So, warte. So. Dann kommt... Der kommt hier auch hin. Sehr gut. So, Ausführen. Der hier kommt dann wahrscheinlich dann nicht hin, oder? Selbst nicht, wenn ich den hier hinstelle. Nee, gerade so nicht. Schade. Na gut, okay. Dann stelle ich den mal hier hin. Kann der hier auch nochmal Schaden machen. Den stelle ich dann hier hin, falls er es überleben sollte, was ich nicht hoffe. Doch, er überlebt. Scheiße. So, ausführen. Kann ich hier nochmal mit dem abschießen. Nein, warum... Ich hasse dich. So, und jetzt hier nochmal. Zack. Alter, der kann echt häufig angreifen. Und, oh, ja, ja, ja. Du bist mein Lebensretter. Du kleines Viech. Ah, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Shave the Gorilla. Okay. Alter. Wir haben starke Verluste. Ach du meine Güte, er hat aber nur 15 Schaden gemacht. Ach Gott, ey, alter Schwede. So, okay. Mit kleinen Verlusten haben wir es doch geschafft. Bringt er jetzt irgendwie viel Biomasse oder so? Ich hoffe ja mal. Komm, warte mal. Nee, nimm du mal. So. 4 Biomasse. Oh, 14. Alter, 10. 10 Biomasse. So, friss mir hier deinen Kumpel auf. Lecker, lecker. ja, finde ich eigentlich ganz nice. Mit 10 Biomasse kann ich arbeiten. So, jetzt sind noch die ganzen Typen hier. Lecker, lecker. Und jetzt kann ich dich, will ich den? Nee, ich nehme nochmal so einen. Wir haben ja nur noch einen von denen. So. Und ihr geht jetzt mal nach hier hinten. Ist da hinten noch was? Da muss ja eigentlich noch was sein. Da war ja hier dann noch die ganze Zeit ein Soldat. So, du auch nochmal. Oder einen nehme ich, um hier die zu töten. Scheiße, stimmt. Ich muss ja da hinten noch die töten. So, du Kleiner, du verwandelst dich nochmal in Goliath. In einem Stampfling. Und hier ist ja noch eine Leiche. Meine Güte, ich vergesse alles. Was ist denn los hier? Meine Güte. So, dann mache ich hier nochmal einen kleinen. So.
Na, ah, der kommt echt nicht weit, nee. So, dann gehst du nochmal hier hin. Den mach ich mal zur Abwehr dahin. Und du gehst nochmal hier hin. Ich möchte ja nicht, dass da irgendjemand kommt. So, und den nehme ich nochmal kurz mit. Weil ich weiß echt nicht, ob diese Fallen was bringen, aber die könnte man mal ausprobieren. So, und ihr... Ja, komm, dich nehme ich auch nochmal mit. Den Carlos, den kann ich hier zum Scouten mitnehmen. So. War echt klug, dass ich den hierhin gemacht habe und nicht hier so außenrum, aber okay. Ja, einmal Runde beenden. So, der eine wird sich wahrscheinlich direkt wieder umdrehen und dann in die Ecke gehen, oder? Ach, verdammt. So. Dann gehen wir hier zur Seite, nehme ich mal einen Carlos. Du gehst mal einfach hier rein. Alter, noch zwei Wachen. Aber da ist ein Mechaniker-Team. Okay, gut. Das heißt, zwei Mechaniker-Teams haben wir noch. So. Das schaffe ich, das schaffe ich. So. Moment, ist der da in der Ecke oder ist der irgendwo hier? Bin mir unsicher, warte mal. Wenn ich hier hingehe, dürfte ich das doch... Ja, okay, okay, der ist da. Kann ich hier hin? Ja, ich kann hier hin, sehr gut. Dann töte ich den schon mal. Oh, scheiße, da ist noch jemand. Ah, wenn ich den jetzt fresse, dann wird der andere suspicious, oder? Verdammt. Hm, wie mache ich das jetzt? Ah, wenn der jetzt hier entlang kommt, dann bin ich am Arsch. Ich könnte natürlich den einfach hier rein und dann den abschießen, aber dann komme ich halt nicht weit, ne? Oh, ist jetzt schwierig. Ich komme hier halt nicht mehr raus, ne? Wenn ich mich hier hinstelle, dann sieht der mich doch auch, oder? Wie weit ist denn seine Reichweite? Eins, zwei, zweieinhalb Felder? Eins, zwei, zweieinhalb? Okay, nein, er sieht mich dann nicht. Dann stelle ich mich mal kurz hier hin. Ich hoffe, wie gesagt, dass der jetzt hier nicht um die Ecke kommt. So, genau, der da hinten, der läuft hier entlang. Bleibt natürlich genau vor der Tür stehen. Der geht raus da. Oh, perfekt. Ja, der sieht das nicht. Perfekt, so. Dann kann ich nämlich hier raus und den töten. Ja, nice, sehr gut. Das läuft ja. So, zack. So, und mit dem würde ich jetzt... Na, es bringt nichts, nee. Nee, genau, ich mach's so. Ich gehe mit dem Stalker hier hin. Und das nächste Mal, wenn er hier hinläuft, dann gehe ich da hin. So. Und der hier, der, okay, kann sowieso nichts machen, von daher wartet er einfach und dann schaue ich hier unten nochmal. Der Carlos, der kann hier ja erstmal nichts machen, von daher gehe ich mal mit dem nochmal ein bisschen weiter. Um zu scouten, da ist noch einer, aber ich glaube, der bewegt sich nicht. Da guckt ein Golem durch die Tür. Ein kleiner Stampfer, ne? Ja gut, hier kann ich leider nichts machen, von daher einmal Runde beenden. So, und jetzt dürfte ich da eigentlich genug Monster haben, um alles zu töten. Okay, der dreht sich nur um, perfekt. Der geht, ja, perfekt. So, mit dem dürfte ich, genau, jetzt komme ich hier hin. Zack. Mal auffressen. So, und hier. Zwei Schläge, um den da down zu bringen. Einen, um den down zu bringen. So, diesmal nicht auf Ausführen klicken. So, du gehst mal hier hin. So. Und du gehst mal hier hin. So. Und du gehst mal hier hin. Und machst so. Drei auf einen Streich. Zack. Sehr nice. Keiner konnte irgendwie Alarm schlagen oder so. Und das gibt heftig Brühe. So, lecker, lecker. Nein, geht doch nicht. Hallo?
So, achso, stimmt, genau. Man muss immer warten, bis sozusagen der andere fertig gefressen hat. Wir warten, bis alle fertig sind mit dem Essen. Ja, ja. So sind Tischmanier. So, jetzt kann ich aber hier hinten nichts mehr machen. Von da werde ich die ganzen Viecher so langsam auf den Heimweg vorbereiten. Beziehungsweise, naja, Heimweg ist es nicht wirklich. Weil ich meine, wir müssen ja hier hinten hin. Der wird sich wahrscheinlich gleich wieder umdrehen, oder? Ich gehe einfach mal rein, hier. Der kennt mich ja, oder? Hier, ich bin's, Carlos. Ich habe eine neue Frisur. So, dann gehst du mal hier rein. Du gehst mal hier in die Ecke. Ich hoffe, nee, das sieht er nicht. Der hat zweieinhalb? Nee, drei jetzt, oder? Eins, zwei. Nee, immer noch zweieinhalb, okay. So, und du gehst auch hier hin. So, Runde beenden. Jetzt dreht er sich um, oder? Oh, er dreht sich nur halb um. Okay, also, der macht 35 Schaden. Das heißt, ich gehe mal hier schön hin. Das war, glaube ich, etwas blöd, aber egal. So. Kommt der denn hier? Ja, er kommt nah. Mist. Egal, okay, dann muss ich das halt in der nächsten Runde machen. So, zack. Ausführen. ja, Carlos kann ja nicht viel machen. Ah, genau, warte. So. Nee, geht nicht, warte. So. So, jetzt. Zack. Einmal durch Carlos. Great. There goes the drill. Someone's gonna have to tell Dickenham about this, you know. Any of you want to volunteer? Didn't think so. Hello? Das war Dickenham, ja. Oh, schön. Abzug für Tode. Minus 20. Benötigte Runden 38. Minus 80. Ah, verdammt, ja. Ich habe etwas lange gebraucht, aber na gut. Ja, das zweite Level. Gelungene Überraschung. Das heißt, wir schauen einfach mal weiter. Genau, als nächstes Level haben wir nämlich die Verwaltung. Ach du meine Güte, kann ich denn jetzt das Mutagen? Genau, hier. Wir schauen nochmal kurz in das Mutagen rein. Und zwar, was habe ich denn? Assimilieren, genau, das habe ich freigeschaltet. Und jetzt können wir hier noch viele verschiedene Sachen upgraden. Zum Beispiel Köder. Erzeugt eine Geräuschquelle auf eine Entfernung von bis zu 5 Feldern, die nahe Feinde anzieht. Okay, was haben wir hier? Stampft auf den Boden und erzeugt eine Schockwelle, die allen umstehenden Einheiten 35 Schaden zufügt. Sogar durch Wände. Das wäre natürlich gut. Rückenangriff. Doppelter Schaden beim Angriff in den Rücken. Okay, sehr gut. Mega, was? Galactol-reiche Diät. Mega Metabolismus. Erhält sofort 10 TP. Okay, wahrscheinlich Trefferpunkte. Und Regeneration. Plus 10 TP beim Rundenstart für 2 Runden. Okay, also bekommen wir da Regeneration und mehr Angriffspunkte. Laufpunkte oder Treffer oder ich glaube Trefferpunkte sind einfach nur die HP. Ja, gut, was nehme ich denn? Ich habe 4400, ich glaube, ich nehme mal das hier und das hier. Das sieht sehr gut aus. Was haben wir denn hier dann? Tapferer Sir Schleichling. Was? Erhält sofort 4 AP. Kosten eine Angriffsaktion. Ah, okay, das heißt, hier kann ich dann den Angriff sozusagen opfern, um nochmal weiter vorzukommen. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Erhält nach dem Töten eines Feindes sofort 4 AP. Auch nice. Plus 2 Max AP. Angriffspunkt. Das heißt, er kann zweimal angreifen. Cool. Er kann zweimal angreifen und bekommt jedes Mal 4 AP. Cool. So, was haben wir hier? Plus eine Angriffsaktion. Nochmal, okay. Zähne zusammenbeißen. Erhält sofort 15 TP. Ah, das heißt, er kann sich auch regenerieren. Alter, sehr gut. Ja, das sieht alles nur nach Täuschung aus. Eine maximale Angriffsaktion, ja. Vorbereiten. Gewährt einem umstehenden Verbündeten eine zusätzliche Angriffsaktion. In dieser Runde, okay. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hm, na gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich mache einmal bestätigen. Nein, ich möchte nicht fortfahren.
Ach so. Weil, starte ich dann direkt ins nächste Level? Upsi, jetzt habe ich Nein gedrückt. Ach, warte kurz. Ich speichere das kurz nochmal hier. Das hier, die beiden wollte ich später... Ja.